Hey, hallo und willkommen bei Eve. Heute mal mit einem komplett anderen Screen als sonst. Wir starten direkt in diesem Screen, weil er einfach so geil aussieht mit diesem Schiff da im Hintergrund. Und ja, Eve Operation Frostline. So heißt das neue Update, über das wir gerade sprechen wollen. Im Hintergrund hört er schon das Theme, was witzigerweise Asheron-Theme heißt. Scheinbar war der Name Operation Frostline nicht von Anfang an geplant. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass das Frostline-Event ja lief. Aber wir hören mal kurz in die Musik rein. Die klingt nämlich komplett anders als sonst. So, ich schiebe jetzt aber erstmal in den Hintergrund. Denn in den Hintergrund habe ich gesagt mit dir. Nicht so laut werden. Denn wir wollen ja über eine ganze Menge Zeug reden. Und ich lasse ein bisschen was aus, sonst sprengt das jeglichen Rahmen. Aber ich habe mir Notizen gemacht. So, wir starten mit dem guten Charakter Logan. Ja, es ist jetzt endlich auf Deutsch bei mir alles. Warum machen wir das? Da kommen wir gleich zu. Erstmal loggen wir den ein. Dann muss ich mal ganz kurz in die Grafikoptionen rein. Gucken, ob ich hier auch alles hochgestellt hatte, was ich nämlich nicht getan habe. HDR ist aber an. Weiter das Kameramenü. Ja, genau, das brauchen wir auch. Interface können wir ausrichten. Machen wir gleich weiter. So. Fangen wir erstmal mal ganz oben an. Ich habe das einfach anhand der Patchlogs organisiert, sonst. Ja, finde ich mich ja auch nicht zurecht. Also, ganz oben in den Patchlogs stand das aber nicht, aber egal, sprechen wir erstmal über Frostline. Frostline ist ein Event, was jetzt hier so in Eve läuft. Und worum geht's? Die lustigen Leute von Orr, das sind hier die Exhumers gemacht haben, die Hulk und so, die Erzschiffe, ne? Orr macht ja auch Sinn. Komm, können wir hier nicht Bildchen irgendwo? Das kriegen wir doch noch gerade so hin. Fraktionskriege, Fraktionen, Agenten. Agenten? Haben die Agenten? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt mal eben. Vielleicht tatsächlich über die Agenten. Ohre. Da. Sehr schön. Es gibt aber keine Ohre-Agenten. Ah, doch. So, der Kollege hier. Info. So. Or. Da. Jetzt haben wir jetzt auch ein Logo. So, über die, um die geht's. Die und die Serpentis, das sind so ganz gemeine Typen. Die da, die mochten sich mehr oder weniger, das sind Piraten übrigens. Und ja, jetzt sind die auch frei von denen und wollen natürlich ihnen die Suppe spucken. Was für uns bedeutet, wir kriegen ordentliche Loot, wenn wir ein paar Aufträge für die erlegen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Denn das klingt nach PvE. Wie das jetzt genau funktioniert mit dem ganzen Event. Habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich nehme an, wir müssen irgendwelche Quests machen. Was ich aber gelesen habe und viel interessanter finde und erwähnenswert und weswegen man sich das auf jeden Fall mal ansehen sollte, ist die Tatsache, dass der Loot nicht nur aus Blaupausen und sonstigen Kram besteht, sondern auch Plexe. Ja, Plex. Plex. Wisst ihr Bescheid? Ansonsten gibt es noch das Upwell-Konsortium. Das sind die hier. Geht das hier? Im Milizchat, das ist vielleicht auch nicht so die beste. Man kann doch hier irgendwie. Autolink Corporation. Heißt das nicht Abwehrkonsortium? Naja, jedenfalls gibt es dann hier so diese neue Korb und die bauen die Zitadelle-Sachen. Das sind sonst, glaube ich, für noch nichts wirklich gut. So viel zu Frostline. Übrigens, alles, was ich hier erzähle, wo ich irgendwie auf Patch Notes oder sonst irgendwas verweise, Links findet ihr im Blog. Wollte ich schon mal anmerken. Denn mit den Patch Notes legen wir jetzt auch direkt los. Ich mache die mal hier auf im Eve-Browser, bitte. Nicht in meinem normalen Browser. Das ist ja blöd. Zubehör, Brutzer. Gib mir mal hier, ne? Patch Notes, wunderbar. Gehen wir aber einmal mal durch. Fangen ganz oben an. Wir reden über Module, über Balancing und da über Module. Und zwar gibt es jetzt.
Eine Anpassung. Warp Disruptor Field. Was ist das? Warp Disruptor Field. Gucken wir mal kurz in den Markt. Warp Disruptor Field Generator. Es gibt, glaube ich, auch so einen Warp Disruptor Field Werfer und so weiter. Bubble Kram. Bubble. Am einfachsten Bubble. Und damit haben sie was geändert. Da kann man die Skripte reinpacken. In diese Focused Warp Disruptor Scripts heißen die. Und wenn man dieses Skript drin hat, ich gucke doch mal gerade, ob man das schon im Markt findet. Das Focus Warp Disruptor Script. Nein. Focused Warp Disruptor Script. Warp Ammonition Focus Warp Disruptor Script. Dieses schöne Stückchen hier. Das sorgt dafür, ganz viel Text, dass die Schiffe, die in dieser Bubble drin sind, den Micro-Vorwurf nicht drucken können, den Micro-Jump-Drive nicht drucken können. Das ist doch gemein. Weitere Infos habe ich, glaube ich, gar nicht. Was aber auch noch gemacht wurde, es wurden noch ganz andere, viele andere Sachen hier, die machen ja immer noch dieses große Balancing an Modulen und so weiter. Zum Beispiel wurden Nosferatus und Noids mit Fall-Off, also Reichweiten, Beschränkungen, nein, Reichweitenverschwierigung. Ihr habt eine optimale Reichweite, in der die Dinge am besten funktionieren. Shield Recharger, Power Relays, alles mögliche wurde angepasst. Da wollen wir gar nicht so im Detail. Guckt in die Patchlogs, was das angeht. Ach, guck mal, ich hab's doch offen. Guck in die Patchlogs. Ja, hier haben wir, hier, da, hier, Nosferatu, bla bla bla. Die haben ja ganz viele Hears und dann kann man sich anlesen, warum das so gemacht wird. Über die Remote Repair Module sprechen wir im Folgenden noch. Die haben nämlich auch einen erhöhten Fall-Off, also einen veränderten, einen überhaupt mal welchen. Und das, warum, das hat was mit den neuen Schiffen zu tun. Was wurde noch gemacht? Es gab ein, zwei Umbenennungen. So ein, zwei, das ist das hier. Wo jetzt Sachen anders heißen und so weiter. Ja. Das sind alles Sachen, doch, den Type D kenne ich, aber der heißt immer noch Type D. Und mehr habe ich mir von dem Namen eh nicht gemerkt. Ja, so viel dazu. Dann gab es noch im Schiffebereich, das ist hier unten irgendwo. Da, genau, gab es noch ganz viele lustige Anpassungen an Schiffen. Wir haben zum Beispiel die Breacher. Die Breacher ist, schneller. Die Rifter hat 5 mehr CPU, 3 mehr Power Grid. Dann gibt es bei der Gila einen Low-Slop weniger und weniger CPU. Also so ein paar Kleinigkeiten angepasst, damit das alles besser funktioniert und so. Ja, Tracking verbessert, ordentlich. Dann, direkt sehen wir es hier schon, Exploration. Ich lese euch jetzt nicht die Patch Notes vor, das war eigentlich nicht der Plan. Kurz zusammengefasst, Relic Sites blöder, Data Sites cooler. Und Micro Jump Drive, Shield Booster, Armor Hardener, Spectrum Breaker, Armor Repair Blueprints, seltener. Dafür mehr Drifter. Das sollte es auch schon gewesen sein aus den Patch Notes. Ich lese jetzt nicht noch mehr Patch Notes aus. Da wird man ja wahnsinnig von, wenn man den ganzen Tag nur Patch Notes vorliest. Nein, wir gehen jetzt in den Weltraum. Also es geht weiter um Updates, keine Angst, ich mache jetzt hier nichts anderes. Wir machen weiter. Jetzt. Wir gehen jetzt mal kurz in den Weltraum. Ich habe da was vorbereitet. Einen Richtscanner habe ich vorbereitet. Nee, das war irgendwie nicht der Sinn der Sache. Ich habe einen Sondenscanner. Ach, guck mal. Ein Gerüster. Irgendwas. Einfach mal reinfliegen. Hopp, Antrieb, Antrieb. Ich glaube, ich stelle die auf Englisch wieder um. Also die Stimme, nicht das ganze Spiel. Das ist ja für Deutsche einfach. Achtung, achtet jetzt drauf. Jetzt passiert direkt was. Jetzt passiert direkt was. Sobald ich in den Warp gehe, passiert direkt was. Ha? Achtet auf mein Schiff. Achtung. Vielleicht habe ich es auch übersehen, aber es sollte eigentlich jetzt ein bisschen anders aussehen. Der Warp-Entry sollte blitzen. Ja, das hat ja schon gut funktioniert. Es wurden neue Effekte eingefügt. Ganz klare, tolle, neue Effekte. Es gab auch Mac-Updates für Grafik und so weiter, aber ich habe keinen Mac und da muss ich, glaube ich, auch nichts dazu sagen, außer dass es die gibt. Aber es wurden auch ganz tolle neue Effekte eingefügt. Unter anderem dieser hier. Dieser lustige Effekt, dass Feuer aus meinem Hintern kommt, wenn man so will. Was? Da ist aber nicht wirklich viel los hier. Na gut. Ich brauche irgendwas, was in die Richtung ist. In die Richtung am besten.
Fahren wir mal in Richtung dieses Gates. So. Bisschen untergedrehte Geschwindigkeit. Er stellt mich auf. Sehr gut. Wir haben jetzt hier diese Antriebsstrahlen, die da auch richtig rausgucken. Also wenn ich jetzt Gas gebe, dann werden die auch länger. Gib mal Gas. Ha? Hier. Die werden größer und sichtbarer. Das ist schicke neue Antriebsstrahlen haben wir hier. Was wir auch haben, kannst du mal auf mich schießen. Also was wir noch haben, was ich jetzt nicht zeigen werde, sind Cynofield, Cyno Jump Portal, Black Orb Cyno, Wormhole Jump, ECMs, Sensor Booster, Stasis Web, Survey Scanner, Tracking Booster, Smart Bombs und so weiter. Die sind alle ein bisschen anders. Das zeige ich aber nicht. Was ich aber noch zeigen möchte, wenn du nicht schießt, schieße ich. Ah, guck mal. Achtung. Ja, daneben geschossen. Jetzt treff doch nochmal. Da. Wie mein Schild hier kurz aufflackert. Seht ihr das? Wie das Ding aufs Schild trifft und nicht auf mich. Da, war wieder ein bisschen Schild zu sehen. Piu, piu, sie schießen auf mein Schild. Und man sieht es auch. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass er mein Schild durchschießt. Aber ich fürchte, das passiert nicht. Deswegen gucken wir einfach uns ihn an. Denn ich treffe ihn bestimmt besser. Hör mal drauf schießen. Ja. Ich sollte mir andere Gegner suchen, um sowas vorzuführen. Aber ihr habt gesehen, das Schild schlägt auf. Und was man dann auch sehen kann, wenn denn der Gegner was besser wird, dass der Schaden dann auch auf die Hülle geht, auf die Armor geht, dass man da auch Treffer erkennen kann. Was man auch erkennen könnte, wenn ich dann was tun würde in der Richtung, ist wie viel, lass das, wie viel Kills ich gemacht habe. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Oh, guck mal, er schießt wieder auf mein Schild. Dass man das jetzt sehen kann, wie viel Kills gemacht wurden. Ich flieg mal eine andere Anno. Vielleicht sind die anderen mehr los. Stellen wir uns zumindest schon mal rein. So, der Unterschlupf war ja schon mal für den Arsch. Das sieht cool aus, wenn das Schild dann so aufflackert. Finde ich voll cool. Voll cool. Während ich da jetzt rüberfliege, können wir ja schon mal. Also, was ich gesagt habe, genau. Es gibt diese PvP-Markierung, wie viele Kills man gemacht hat. Was auch neu ist, was jetzt noch nicht zu sehen ist auf meinem Schiffchen, ist Dreck. Schiffe werden dreckig mit der Zeit. Auch ganz cool, ganz neu. Ja, kann man jetzt bei mir noch nicht sehen. Kann man auch beim Fitting wieder sauber machen und so. Also mal waschen. Ja. Andersrum, das hier draußen, dieser Nebel, der große Nebel im Hintergrund hat sich auch ein bisschen verändert. Die Dichte und so weiter. Also wirklich, es ist dreidimensionaler. Man hat jetzt das Gefühl, man fliegt da rein und so. Nebel, da auch noch mehr Nebel. Ganz hübscher Nebel. Überall eine hübsche Nebel. Erwähnenswert, finde ich. Gut, die schießen jetzt gleich auf mich. Dann gucken wir mal, ob da was passiert. Während die das tun oder auch nicht tun, gucken wir nochmal auf die Triebwerke. Jetzt kommen diese Strahlenleiten raus. Piu, piu. Na, guck mal, jetzt hat mein Schild sich wenigstens ein bisschen bewegt. Ist ja schon mal etwas. So, diesen ballern wir mal das Schild weg, dann zeigen wir noch ein bisschen Schaden gleich. Und wir haben über den Dreck gesprochen, wir haben über den Hintergrundbild gesprochen, wir könnten noch über die Kamerasteuerung sprechen. Da warte ich aber immer noch auf die coole neue, also hier ist wohl schon was neu. Aber die richtig coole neue Kamerasteuerung mit dem, ne, First Ego-Shooter mäßig, die ist noch nicht drin. Überall leuchtet mein Schild auf. Na komm, mach schneller. Gehen wir einfach schon mal zum nächsten Thema über. Neue Module. Ganz tolle neue Module. Über die meisten brauche ich nichts sagen. Also will ich nichts sagen, nicht auf den ersten Schritt. Aber worüber ich... Ja, man kann schon sagen, es gibt einen neuen Mining Laser für Frick-Größe. Da reden wir aber drüber, wenn wir über die Frick reden. Dann gibt es den Microjump Field. Darüber reden wir, wenn wir über die Schiffe, die das benutzen, reden. Und... Ja, ich sagte ja schon, es macht keinen Sinn, über die Module direkt zu reden. Aber was es auch noch gibt, ist, dass es gibt noch Gnosis-Module, 4 Stück. Ja, ist nicht mein Thema, ne? Hatten wir schon mal. Und Missile Disruptor. Das ist sowas wie der Tracking Disruptor, nur für Raketen. Ich habe da ganz kurz, wo bist du? Brosa. Neues Lesezeichen. Ah, von mir ist auch neues. Ah, das ist aber eine Kacke. Hey, Folks, bla bla bla. Ach Mensch, hier steht nur Text. Ja, den verlinke ich euch. Das ist sowas wie der Tracking Disruptor, nur für Raketen. Das heißt, wenn eine Rakete abgeschossen wurde und das Ding war an, dann trifft ihr euch nicht. Also,
schwerer oder so. Also besser als die Defender-Messer soll das Ganze sein. Ja, kann man mal erwähnen, denke ich. Was gibt es noch? Was gibt es noch? Ich habe noch eine Kleinigkeit mehr aufgeschrieben. Eine Kleinigkeit, die was mit Faction Warfare zu tun hat, was ich ja tatsächlich mache. Da war es ja bis so, dass das nicht in Novizen, sondern in die Small Sites konnten T3-Destroyer rein. Das ist nicht mehr. Also T3-Destroyer dürfen dann, normale, ja, gar kein Problem, ich könnte mit der jetzt da reinfliegen. Aber nicht für die T3-Destroyer, was ganz gut ist, weil ich ja jetzt eigentlich auf die Small-Größe wechseln will und jetzt werde ich zumindest nicht instant von T3-Leuten aufgeraucht. Bin ich gerade so Schussreichweite für euch alle oder was? Aus der Sicht werde ich nicht kommen, denn dazu kommen wir gleich auch noch. Aber bevor wir zu dem Außer-Sicht-Thema kommen, machen wir ganz am Ende. Rams aufs Schild. Ich muss mal eine bessere Kamera, vielleicht die wir kriegen. Da ist wieder das Schild aufgepoppt. Ja, kommen wir, bevor wir zu dem Dings-Thema kommen, zu dem Jirit, kommen wir doch einfach mal zu dem hier. Neues Schiff, die Endurance. Oh, das Geräusch sagt, dass wir gleich durchschlagen werden. Das heißt, wir kriegen bald die ersten Hülltreffer zu sehen. Da freut man sich. Amor, nicht Hülle. Die Endurance ist ohne Bild, das geht nicht. Da müssen wir mal nachgucken. Die Endurance ist eine Fregatte. Eine Mining-Fregatte. Wir hatten ja schon mal eine und das ist jetzt noch eine, die dafür gedacht ist, Eis zu minern. Das heißt, eine Fregatte auf Eismeinergröße. Hier ist sie, die wunderschöne kleine Endurance. Blau, wie sich das für einen Eismeiner gehört. Und vollkommen viel so finster. Da haben wir auch was gegen. Helligkeit. Wir drehen mal ein bisschen höher. Das lassen wir natürlich nicht so, dass ich das finde, das viel zu hell. Aber wir können uns nochmal die Endurance angucken. Jetzt erkennen wir die nämlich auch viel besser. So schaut die Endurance aus. Schönes kleines Schiffchen. Und wir bleiben jetzt doch bei der erhöhten Helligkeit. Auch wenn das gerade ein bisschen scheiße aussieht. Denn ich muss noch mehr Schiffe zeigen, aber... Na kommt, schlagt... Ah, guck mal. Guck mal. Sieht das nicht gut aus, wie ich hier Treffer abbekomme? Klar, meine Arme repairt sich direkt, aber... Bium, bium. Boah, ist das geil. Das ist ein bisschen übertrieben dafür, dass ich fast 100% Armor habe, dass das schon so krass aussieht. Aber es sieht halt einfach auch gut aus. Gut, damit hätten wir das erledigt, das haben wir gezeigt, dann kann ich ja jetzt andocken gehen. Ja, tut mir leid, ich kämpfe jetzt hier nicht, das ist mir ja... Boom, voll wieder Explosionen, alles brennt, die ganze Flanke in Flammen. Das sieht cool aus. Los, spring in den Warp. Blitzt das jetzt auf, wenn ich in den Warp gehe? Ich würde schwören, das hat aufgeblitzt. Na, vielleicht liegt es an mir. Ja, Frick hätten wir besprochen. Dann kommen wir jetzt zu dem MGF. Dem, Micro Jump Field Schiffen. Das sind nämlich die Kommando Destroyer. Und da habe ich doch auch hier wieder einen Link. War der mit Bildern? Ich glaube, der war auch nicht mit Bildern. Andockerlaubnis angenommen. Das ist nett. Nein, hier ist nichts zu sehen. Wir gucken uns einfach die Galente-Kiste an. Dings. Kenfit Micro Jump Field Generator. Und die Ginger können halt hingehen und ja, ganze Leute durch dieses Jump Drive Ding durchjagen. Das ist halt mal eine coole neue Art von Destroyern, die sich jetzt auch optisch hier mal vorstellen können. Die Magus. Das ist der Kommando Destroyer. Also optisch, ne, kennt man ja schon die Richtung. Jetzt halt als Kommando Destroyer. Muss ich das jetzt eigentlich auch noch skillen? Ist das ein neuer Skill für neue Schiffe? Kann ich die fliegen? Muss ich wahrscheinlich skillen, oder? Voraussetzungen? Kommando Destroyer skillen. Ach, nee, jetzt nicht. Aber grundsätzlich, das sind die Kommando Destroyer. Ganz klar, ich denke, das sind PvP-Schiffe. Also durch das mehrere Leute 100 Kilometer geradeaus jumpen. Coole Sache. Kommen wir mal zu den Remote Repairern. Warum haben die jetzt einen Vorlauf? Warum sind die jetzt so scheiße? Können die nicht cool bleiben, wie sie waren? Nein, denn es gibt neue Schiffe, die brauchen eine Daseinsberechtigung und diese Daseinsberechtigung ist für die, wir hier gucken hier nur Galente-Schiffe, ja. Auch wenn ich auf dem Faction Warfare Typ bin, der die Dings macht. Die Daseinsberechtigung ist für die T2 Logistik Fregatten.
ganz hübsch. Also die mag ich besonders. Das ist so ein kleines Motorrad. Oh, guck mal, mit Skin. Hässlicher Skin. Ah, wirklich hässlicher Skin. Sieht dreckig aus. Ja, das ist eine von den T2-Logi-Freaks. Die können halt wieder besser Remote repairen, als einfach nur irgendein Schiff mit einem Remote Repair drauf. Ne? Das heißt, ihr Ziel ist es, dass man bitte mehr Logistik fliegt zum Reparieren und nicht auf irgendwelche Schiffe das draufschraubt. Was gibt es noch? Denn ich habe ja von vielen Schiffen gesprochen, genau genommen 13 an der Zahl. Und da haben wir doch glatt nochmal 4 Stück. Sind das 4? 1, 2, 3, 4, natürlich 4. 4 neue Navy-Schiffe. Und zwar die E-War-Varianten. Das sind Fregatten, oder? Lass mich nicht lügen, aber das sind Fregatten. Seid ihr Fregatten? Ja. Die E-War-Variante der Fregatte. Alter, Polizeischiffe. Sieht halt schon ziemlich cool aus. Ja. Es gibt eine E-War-Variante von den Fregatten und die können dann so Sachen wie, so Sachen hier halt, ne? Unterbrecher, Warpstörer und so weiter. Das soll's für die Schiffe gewesen sein. Wir haben 13 neue Stück. Wir haben die Fregatte für die IRZ, wir haben die 4 Command-Schiffe, wir haben die T2-Logis, wir haben die E-War-Freaks, wir haben im kleinen Kram richtig viel neues Zeug. Das heißt, die kleinen Small Fleets mit Fregatten können viel abwechslungsreicher, cooler werden. Mal schauen. Destroyer ist ja auch nicht die große, große Nummer. Ja, schon ziemlich cool. So, und jetzt hätte ich gerne hier eigentlich ein super schnelles Schiff. Haben wir nicht. Habe ich schon über den Helligkeitsregler gesprochen? Damit kann man das jetzt wunderbar hier hell und dunkler schalten. Boah, ist das Fenster auf einmal. Egal. Was haben wir noch Neues? Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas im System habe, um das zu zeigen. Es gibt eine Anpassung an der Gridgröße. Ist leider nicht so wirklich zu bemerken. Also nicht von hier aus. Ihr könnt jetzt bis... Also vorher war es ja so, das Grid, auf dem ihr euch befindet, also alles, was ihr seht im Overview, was nicht gerade so weit weg ist und Stationen sind, also die ganzen anderen Schiffchen und so weiter, die müssen auf demselben Grid sein, damit ihr sie seht. Jetzt ist es aber so, dass sie das Grid vergrößert haben. Aktuell 250 Kilometer, so die maximale Distanz, es verschiebt sich ein bisschen, es gibt da ganz viel Logik drumherum und ganz kompliziert mit den Grids. Es gab auch Techniken im PvP, sich verstecken und so weiter. Alles ist erstmal etwas hinfälliger, denn das Grid ist jetzt von 250 Kilometer auf 7800 gewachsen. Sorgt zum Beispiel dafür, dass wenn wir auf Jita wären, man jetzt zwei Stationen gleichzeitig sehen kann. Jita 44 und die Nachbarstation, sieht man die Schiffe gleichzeitig auf beiden Punkten. Krass viel weitere Sicht. Bedeutet für mich im ersten Schritt erstmal keinen Unterschied für den Highside-Kram, was mich für richtig alle stört. Ich habe sehr viele Gate-Spots mir im 00 gemacht, wo ich halt off-grid hinwarpe. Das heißt, ich bin in der Nähe des Gates, ich kann da in Ruhe scannen und bin auch nah dran, bin schnell da, bin aber nicht sichtbar, also nicht direkt anwarpbar, weil ich die Leute ja nicht in der Overview auftauche. Aber das ist jetzt vorbei. Also meine ganzen Grid-Spots sind viel zu nah. Ich müsste jetzt auf 10.000 Kilometer vom Grid weg. Ja. Für Zitadellen brauchten sie die Änderung. Und für andere Sachen, also sie haben sich wohl mehrere Gedanken gemacht. Und ich weiß nicht, ob es jetzt der große Aufschrei, oh, wie könnt ihr die Kacke machen? Ich find's, mir ist es, also ob ich jetzt meine Bookmarks alle neu mache, okay, weiß ich nicht, aber kann man ja machen. Deswegen ist es mir jetzt nicht so wichtig, was ich, ja, eher spannend finde, ist, dass man jetzt tatsächlich, wenn man mit Warp, Micro Warp Drive richtig Vollgas gibt, dass man die Person auch lange, lange Zeit noch verfolgen kann. Die fliegt nicht einfach aus dem Grid raus oder so ein Scheiß. Das finde ich ganz cool. Ja. Und jetzt sind wir tatsächlich durch. Pünktlich dazu endet auch gerade das Lied im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Wir sind mit 25 Minuten aber auch schon ordentlich lang. Und wir docken jetzt auch wieder an. Das geht einfach gar nicht. Ja. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, für jeden war was dabei. 13 Schiffe sind 13 Schiffe. Ich hätte wahrscheinlich in nächster Zeit keins fliegen. Für mich. Was war eigentlich für mich dabei? Was ist mein Fazit hierzu? Die Anpassung in Explorations
persönlich finde das ganz nett. Das trifft mich am ehesten, glaube ich, noch. Ansonsten ist nämlich der Rest, optische Anpassung finde ich ja immer geil. Und der Rest trifft mich gar nicht. Ich hatte mal im Vorfeld gedacht, das ist so ein Riesen-Update, voll geil, so viel ändert sich, aber für mich ändert sich gar nicht so viel. Ja, das mit den T3s in den Small Faction Warfare Sites, das trifft mich, ja. Ansonsten, cooler neuer Content, viel 13 Schiffe, Leute, 13. In so einem normalen 6-Wochen-Zyklus. Ich weiß gar nicht, ob nächstes Mal wieder in 6 Wochen was kommt oder ob wir jetzt auf die Zitadellen warten müssen. Naja, mal schauen. Das war ein langer Abbot. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.